wollt eure Mac-Tastatur reinigen, ohne den PC ausschalten zu müssen. So funktioniert's. Vorerst öffnen wir das Programm Keyboard Cleaner. Keyboard Cleaner verhindert, dass wir unsere Tastatur weiter benutzen können. Wir können drücken, drücken, drücken und so weiter. Es passiert nichts. In dieser Zeit könnt ihr eure Tastatur reinigen, ohne dass Dateien umbenannt werden, ohne dass Dateien verschoben werden und ohne Problematik könnt ihr drücken, was ihr wollt. Um das Programm wieder zu beenden, Command und Q drücken und eure Tastatur ist wieder freigegeben. Das soll es gewesen sein und bis zum nächsten Mal.